Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich will es uns doch antun, uns nochmal an die Silvesternacht des letzten Jahres zu erinnern. Denn ich finde, es ist schon ein denkwürdiger Abend gewesen, der dem Parlament und vielen in unserem Land auch noch einmal ins Bewusstsein gerückt hat, dass etwas nicht stimmen kann in der Art, wie unser Sexualstrafrecht bis zum heutigen Tage ausgesehen hat. Frauen sind in dieser Nacht im Kölner Hauptbahnhof von ihren Freunden getrennt worden, sind betrunkenen, bekifften Männern hilflos ausgeliefert gewesen. Sie wurden bedrängt, begrapscht, beraubt, sie wurden vergewaltigt. Zunächst gab es noch nicht einmal viele Anzeigen. Eine typische Reaktion. Denn eigentlich sollten sich doch die Täter für ihre Taten schämen und schuldig fühlen. Tatsächlich fühlen sich aber die Frauen beschmutzt, und sie scheuen sich vor diesem Weg. Nicht die Informationspolitik der nordrhein-westfälischen Landesregierung und ihrer Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat das wahre Ausmaß dieser Nacht an den Tag gebracht. Nein, es waren die medialen Berichte, und sie waren wichtig und notwendig. Es war ein kollektiver Schock, ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht. Und nach dieser ersten Phase, wie konnte das eigentlich passieren, gab es ja dann auch gleich die raschen und bekannten Reaktionsmuster, die sich ja ein wenig auch schon wieder in dieser Debatte widerspiegeln. Bitte keine Debattenbeiträge, die Wasser auf die Mühlen von Fremdenfeinden sind. Oder auf der anderen Seite, noch während die Anzeigen eingingen, hieß es: Vorsicht, Vorsicht, jetzt bloß keine übereilten Schlussfolgerungen für das Strafrecht. Es gibt ja auch viele Frauen, die sich an Männern durch falsche Anzeigen rächen. Meine Damen, meine Herren, ist es wirklich der Kern des Problems? Nein. Jeder zu Unrecht Beschuldigte ist einer zu viel. Aber wie viele tatsächliche und angezeigte Vergewaltigungen stehen denn eigentlich Falschbeschuldigungen gegenüber? Und wir erweisen doch auch keinen rechtstreuen ausländischen Mitbürger einen guten Dienst, wenn wir Straftaten von Ausländern nicht ebenso benennen und beahnden, wie wir es in allen anderen Fällen auch bei deutschen Straftätern tun müssen. Nicht nur an Silvester glaubten manche Männer, sie könnten in der ausgelassenen Stimmung Frauen ungestraft sexuell belästigen, nötigen oder vergewaltigen. Auch beim Karneval, auch bei den Volksfesten oder Partys gibt es immer wieder solche Exzesse. Aber meine Damen, meine Herren, welches Signal geben wir eigentlich, wenn wir weiter zulassen, dass der gezielte Griff an die Brust oder in den Schritt im Sexualstrafrecht als nicht erheblich gewertet wird? Wenn Bestrafungen nur dann erfolgen können, wenn der Richter auf den Beleidigungsparagraphen ausweicht. Meine Damen, meine Herren, Frauen sind kein Freiwild und sie sind keine reinen Objekte sexueller Begierde. Hier geht es um die Würde und die Wahrung der sexuellen Selbstbestimmung, gerade auch der Frauen. Traurig aber war es auch, dass zum Handy- und Handtaschenklau das sogenannte Antanzen mittlerweile Methode hat. Täter gehen umso ungehemmter vor, je sicherer sie sich in der Gruppe von Gleichgesinnten fühlen. Und von solchen Gruppen darf sich der Rechtsstaat doch nicht verhöhnen lassen. Wollen wir denn wirklich weiter zusehen, dass diejenigen, die mitmachen, die umdrängen und so die Tat erst ermöglichen und die Situation für das Opfer verschärfen, ungeschoren davonkommen? Wer mitmacht, auch wenn er nicht selbst übergriffig wird, muss auch bestraft werden. Wer sich statt zu distanzieren oder dem Opfer zu helfen, in der Gruppe mitmacht, der ist auch mitverantwortlich. Und das Strafrecht muss hier ein Stoppschild aufstellen, denn es sagt auch etwas über die Definition von sozial adäquatem Verhalten aus. Meine Damen, meine Herren, wir ziehen heute keine voreiligen Schlüsse. Der Gesetzentwurf des Ministeriums war zwar schon in Vorbereitung, aus unserer Sicht aber abschließend nicht geeignet, alle Schutzlügen zu schließen. Und es brauchte die Unionsfrauen, es brauchte die Frauen der ASF, es brauchte die Kolleginnen der Koalitionsfraktionen, dass es heute zu einem guten Gesetzentwurf gekommen ist. Und deshalb danke ich allen, die uns dabei unterstützt haben, von der Verbandsseite, von den Rechtsexpertinnen und Experten und insbesondere auch die,
Juristinnen und Juristen und die Männer, die uns hier an dieser Stelle mit unterstützen haben. Wir wollen diesen Paradigmenwechsel. Wir wollen ihn jetzt. Frau Kollegin, ich komme zum Schluss. Ja. Sexuelle Selbstbestimmung, Opferschutz und mehr Sicherheit, das ist das Ziel dieses Gesetzes. Und ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Gesetz einen wichtigen Beitrag für ein respektvolleres und friedliches Zusammenleben in unserem Land mit ermöglichen werden. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin, Ulle Schaus für Bündnis 90 Die Grünen.